So sollte Schokolade eigentlich aussehen, schön glänzend und knackend. Und wenn wir uns das unter dem Mikroskop anschauen, sieht das so aus. Ja, und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Grönland von oben. Das ist Grönland von oben. Ja. Im Kulturzentrum Jubitz in Karlsruhe werden regelmäßig spannende Veranstaltungen geboten. Unter anderem finden hier Science Slams statt. Wer das erste Mal einen Science Slam besucht, weiß oft nicht, was ihn erwartet. Ein Abend mit wissenschaftlichen Vorträgen klingt ja an sich nicht besonders unterhaltsam. Doch ein Science Slam hat noch viel mehr zu bieten als reine Wissensvermittlung. Science Slams sind ist ein Abend mit wissenschaftlichen Kurzvorträgen. Junge Forscherinnen und Forscher stellen ihre eigene Arbeit vor. Sie haben dafür 10 Minuten Zeit. Das Ganze soll verständlich sein, aber auch unterhaltsam. Also es darf durchaus mit Humor garniert sein. Und es ist ein Vortragswettbewerb. Das Publikum kürt am Ende einen Gewinner oder eine Gewinnerin, wer also am besten vorgetragen hat. Okay, wofür können wir das jetzt anwenden? Wir können das natürlich nutzen, um Menschen zu helfen, für die Klinik. Es gibt verschiedene psychologische Krankheitsbilder wie Autismus oder Schizophrenie, die damit einhergehen, dass die Leute nicht sehr gut Emotionen bei anderen erkennen können. Und man könnte so einen videobasierten Device natürlich oder so eine Software natürlich auch in sowas wie Google Glasses implementieren, sodass Menschen ein Live-Feedback haben, was für Emotionen gerade bei dem Gegenüber passiert. Und das kann extrem helfen. Das kann schon extrem helfen und kann einen tollen Trainingseffekt vor allem machen. Mitmachen kann jeder, der eine eigene Forschungsarbeit hat. Egal ob Bachelor, Master oder Doktorarbeit, wichtig ist nur, dass man eigene Forschung präsentiert. Nach welchen Kriterien die Teilnehmenden ausgewählt werden, entscheidet das jeweilige Organisationsteam. Jetzt ist es aber zum Glück so, dass wie in so einem Stammbaum, in so einem Familienstammbaum, gibt es auch bei unseren Zellen ganz viele verschiedene Typen. Und wir haben eben nicht nur Zellen, die so ähnlich sind wie meine Mama und unbedingt alles aufräumen wollen, sondern wir haben auch Zellen, die sind eher so ein bisschen wie mein Papa. Und mein Papa ist eher so der ruhigere Typ. Der kann meine Mutter gut beruhigen. Nach so einer Stammzelltransplantation ist es eben ganz wichtig, dass wir ein Gleichgewicht haben zwischen der Mama, die aufräumt und die Krebszellen wegräumt, und zwischen dem Papa, der aufpasst, dass das Ganze nicht zu sehr ausartet. Also mir gefällt es schon, dass man so ein bisschen spielen kann damit, mit so Übertragungen sozusagen, und die Leute zum Lachen bringen kann und man irgendwie auch wirklich auf Idee, gute Ideen kommt, dass es total ähnlich ist, das Bild sozusagen passt. Ist ja auch irgendwie eine Art von Forschung sozusagen dann wieder schon. Und es ist sehr angenehm, dass danach eigentlich keine Fragen gestellt werden, weil das finde ich bei den normalen Vorträgen wirklich immer am schlimmsten eigentlich. Ja, jetzt ist es so, in unserer Schokolade haben wir hauptsächlich diese 3 Triglyceride, Pop, Sauce und Pos. Und wenn ich von denen jetzt eine Menge nehme, die zusammenschütte, dann passiert ungefähr das Gleiche, wie wenn ich jetzt einer Gruppe von Jugendlichen ein Smartphone und einen Selfie-Stick in die Hand drücke und schreie, Selfie! Die fangen an, sich zu gruppieren. Also keine Ahnung, warum die das machen, aber die Triglyceride machen das aufgrund der sogenannten Van der Waals Wechselwirkung, und sie können verschiedene Kristallmodifikationen ausbilden, die da wären Alpha, Gamma, Beta-Strich und Beta-2. Die Leute finden es großartig, diese Mischung aus Unterhaltung und doch noch Wissenschaft mit dabei. Das ist eigentlich sehr erfolgreich, und das hat auch unsere Forschung gezeigt. Also ich forsche ja auch zu Wissenschaftskommunikation, und wir haben dann auch mal bei Science Labs befragt, und die Leute erwarten schon einen unterhaltsamen Abend. Das ist eine wichtige Komponente, aber eben nicht nur Klamauk, sondern auch, dass irgendwie noch ein Gehalt dahinter steckt. Und das scheint eine gute Kombination zu sein.